Wir haben jetzt da die Firma Apwolt aus der Schweiz und die werden uns jetzt professionell zeigen, wie man die Akkus perfekt aufmacht, sodass man die BMS, Batteriemanagementsysteme, weiter verwenden kann und nichts beschädigt wird. Das ist auch der Lukas. Ja? So, du bist der Jonathan. Jonathan, zeig mal, leg mal los jetzt. Moment, zuerst die Schrauben. Ja. Natürlich. Ist ja eigentlich logisch. Genau. Oder? Alle raus und dann kommt es weiter. Weil man kann auch die Gehäuse wieder verwenden, gell? Ja. Alles. Das ein bisschen aufmachen. Mhm. Schraubenzieher durch. Da kann man das hier so einklemmen, dass es hier Druckstellen gibt. Dann mit einem Gummihammer. Mhm. Hier auf die Kante. Nichts verletzt, oder? Alles noch intakt. Super. Alles intakt, ja. Man muss halt die Stellen treffen, wenn man hier aufschlägt. Klar. Nein, hier, auf dieser Seite. Dann drückt es die runter und sie gehen raus. Super. Perfekt. Und dann haben wir den ganzen Block. Hast du da ein spezielles Werkzeug? Was ist das für ein Teil? Das ist einfach ein Plastikkeil. Ja, damit es sanft rausgeht, gell? Man die Zellen halt nicht verletzt. So. Ja. Und dann hier drinnen, hier ist mein Kleber angemacht, rausziehen und dann das schwarze und rote Kabel abziehen. Und dann geht's weiter. Dann ist hier die BMS-Schraube. Mhm. Zuerst die rausmachen. Dann zuerst das rote Kabel, möglichst nah natürlich abknipsen, zack, dann der Kleber hier weg, dann zuerst das kleine und dann das große, jetzt kann man mit dem Nagel raus. Schön abstecken. Ja. So, und dann zuletzt noch das schwarze Kabel. Ganz knapp abknipsen und dann kann man das ganz rausziehen. Sehr gut. Alles wird wiederverwertet, ja? Ausgezeichnet. Das ist schön. Und auch die Gehäuse, wenn man die vorsichtig aufmacht, kann man die wiederverwerten, ja? Genau. Sehr gut. Gut, so geht's dahin.